Kommen wir zum Kandidat Nummer 2. Das ist der Harald Sobricken, 42. Er ist Förster und Wildhüter und seit 16 Jahren Single. Oh. Bitte zu der ersten Frage, liebe Single-Kandidatin. Oh. Harald, mein Freund verließ mich kürzlich wegen einer Kleinigkeit. Weshalb bist du Single? Ja, das ist eine höhere gute Frage, Schätze, ja. Das ist ganz eine gute Frage. Wollte ich dir mal etwas sagen? Ja? Hortika, ich habe das Leben lang Pech mit Frauen. Ja? Ja. Meine erste Freundin, die war so dünn. Ja? Wenn sie eine Olive gegessen hat, hat man gemeint, sie sei schwanger. Ja. Ja. Das ist kein Seich. Ja? Oder wenn wir gemeinsam an den See gekommen sind, zu Menschen in Vieter, ja? Wenn die Ständchen jetzt Brot zurückgibt. Ja, hören Sie mal noch mal, gell? Oh. Kortikon, jetzt hocke ich da, bin doch eigentlich ein ganz guter Tipp. Ja? Aber immer noch Single. Ja? Aber weißt, ich halte mich strikt an den Vorsatz, du sollst den Tag mit einem Lächeln beginnen. Ja, ja, dann habe ich den Schissdreck gerade hinter mir. Ja. Bitte zu der zweiten Frage, liebe Single-Kandidatin. Bitte schön, zweite Frage, bitte schön. Harald, ich liebe Romantik. Wie willst du mich verwöhnen, Harald? Fahren wir uns mit dem Romantik-Scheiß, du! Glaube ich aber nicht. Ey, Kartika, ich kann genau einmal, genau einmal wollen der Romantiker uns heimkommen. Einmal. Und bin mit meiner Freundin in so einem Wellness-Weekend. Der Schock für das Leben haben wir eingefahren dort. Ah, oh, latsch ich in so einen Spa-Bereich. Ah, gesehen so ein Joghurtgeschmier mit Gurkenrädchen auf der Visage von meiner Freundin, gell? Ich erklipfe, weil das höhere Tzatziki plötzlich mit mir anfängt reden. Tudum, 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 ah. Höhere, ich habe gemeint, ich hocke ihr Geisterbahn, du, ah. Nein. Fahren wir uns mit Romantik, du, ah. Ist noch nicht fertig, ist noch nicht fertig. Ein bisschen später, ja, an besagtem Sonntag, ein bisschen später, liegen wir gemeinsam im Heilbad. Kommt so eine Wellness-Hex und lässt uns Zeug in die Badwanne. Ja. Lavendel-Eil. Pinio-Kerno. Ja. So eine, weiss Gott, so eine Randenextrakt. Ja. Ja, hören Sie, da kann ich gerade gemischt das Salat abstellen. Komm, sucht einen anderen Depp. Weg bitte.